Wo soll er sein? Hier drin, ne? Dann gehen wir halt jetzt mal dahin. Also, normalerweise nehme ich auch die, wer mich kennt vielleicht, ich nehme halt immer in größeren Session auf. So 1,5 Stunden und dann splitte ich das. Meine erste Folge habe ich jetzt nur mal so gemacht, eben wegen dem Feedback. Und jetzt mache ich gerade da 2 Folgen, schnippel sie dann, dann passt das auch wieder. So, du musst natürlich jetzt dran glauben. Okay. Ach, das sind ja diese Schlafenden, habe ich ja voll übersehen. Ich gehe lieber mal weg aus dieser Grütze, die tut nämlich weh. Ja, ja. Ekelhaft, ekelhaft. Schnauze, und jetzt tut. Okay. Da hinten schlaft er auch schon faul rum. Für was für ein Ork ihr mir halten? Alles klar. Ja, wird doch Zeit, dass du jetzt arbeitest, du fauler Sack. Bist nicht jetzt im Faulenzen. Ja, ja, nur die Augen ausgeruht. Du mich auch. Geh arbeiten. Geh arbeiten, okay? Komm sonst wieder. Kriegst einen Blitzschlag in deinem Popo. So, was ist mit dir los? Der nächste, ja, die hier am Schlafen, das geht ja. Halt die Schnauze. In Ordnung, ich gehe zurück an die Arbeit, Trindol. Ja, natürlich, gerne die Arbeit. Ich halte nochmal einen auf die Schnauze. Ich lasse auch die Skorpione und die fressen euch dann. Faulen Säcke. So, jetzt gehen wir kurz zurück. Und geben mal dort kurz die Quest bei dem ab. La-di-da, la-di-da, li-di-do. Jetzt sind wir auch schon bald wieder Level 4. Ihr seht es ja auch hier unten. La 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 la. Ach, schön mal bei der Horde zu spielen, da kennt man sich nicht so aus. So. Also man kennt es schon aus, aber halt. Die Gegenden sind einem relativ neu. Okay, gehen wir die Quest ab. Was er damit machen will, weiß ich nicht. Jetzt sind wir Level ab. Übrigens Gornig im Tal der Prüfung. Die Nachricht von Hanna Suas Notlage. Okay, danach kriegen wir wieder was Cooles. Du bist auch faul. Nee, arbeite. Soll ich arbeiten? Okay, du arbeitest. Okay. Schauen wir nochmal, ob unterwegs noch ein paar sind, wo schlafen. Dass wir ihm ein paar über die Rübe knallen können. Nee, der arbeitet. Da hinten ist noch so ein schlafender Furz. Also wieder einen weiten Weg zurücklaufen. Spielt aber auch keine Rolle. Ey, du Schlafhaube, steh auf! Müde, müde, ja, ja. Ich dachte, wir löffeln noch einmal, schläfst hier. Ey, wenn ich nachher zurückkomme und du schläfst wieder, dann gibt's echt paar auf die Fresse, damit's klar ist. Okay? Arbeite weiter, wir brauchen Holz. Komm. Ja, jetzt. Nicht so wie gestern. Eieiei, hier alle nur im Schlafen, ey. Was ist das für komische Viecher? Übler familiär, okay. Ich denke, euch werden wir später noch übers Kreuz legen. Okay, dann gehen wir mal zurück ins Lager. Ein Peon müssen wir noch finden. Aber die sind ja eh alle ziemlich faul hier. Da werden wir direkt noch einen finden. Hui! Hallo meine Ebers, Schweinis, dreckigen Viecher. Peon, ist hier noch ein Peon? Ein Peon. Ah, da hinten ist einer. War ja klar, direkt vorm Lager hin Nickerchen machen. Ich glaub mir, hackt, was soll denn das? Aufstehen, Kamerad! Aufstehen! Steh auf! Ich hüpf auf dir drauf. Steh auf! Steh auf! Du, okay, jetzt kriegst du einen auf die Fresse. Was? Bam, du hast es so gewollt. Ja, geh an die Arbeit, geh an die Arbeit. So. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Die Quest haben wir alle erfolgreich abgeschlossen. Am Anfang geht das halt relativ schnell, ist klar. Aber, okay, Großknecht, Taswil. Verdammter fauler B. Heuch, habt ihr meinen Totschläger? Habt ihr Pions aber erwischt, wie sie bei der Arbeit schleifen?
schliefen? Ja, habe ich. Hier hast du dein Ding wieder. Gut, gut. Vielleicht werden sie es sich in Zukunft zweimal überlegen, bevor sie wieder nachlässig werden. Ich danke euch für eure Hilfe. Bitteschön. Seid sicher. Moment. Oh, ich muss unbedingt was essen. Also im wahren Leben, nein, nicht. So, gehen wir die nächste Quest hier ab. Wo ist die andere? Ah, beide bei ihm, okay. Stich des Skorpion. Hier hast du deine. So, was kriegen wir jetzt? Beine, endlich. Und Hände noch. Und sogar noch ein Beutel, aber mehr. So, jetzt haben wir mehr. Normalerweise sind die so geteilt hier. Und dann gehen verschiedene Fenster auf. Aber das ist doof. Deswegen habe ich das so gemacht. So. Jetzt haben wir hier gerade was. Habt ihr das gerade gesehen? Das haben wir angezogen. Und jetzt haben wir dafür ja, ein bisschen längere Hosen. Ist auch sehr cool. Und wo ist die nächste Quest? Wieder bei ihm. So, und jetzt tötet 8 üble Familiäre. So, das sind die, die ich vorhin gesehen haben. Oh, jetzt gehe ich mal hoch. La di da di 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 da. Ah, da war noch eine Quest, oder habe ich das gerade falsch gesehen? Vor allem schlafen hier wieder. Ihr seht auch, man bekommt hier auch Ruf. Gehen Okrima jetzt durch die Quests und auch Dunkelsperrtroll. Das ist das Gebiet hier, glaube ich mal. So, das ist unsere Schamanenmeisterin. Was will sie denn von uns? Hast du uns wieder was zum Lernen oder? Ah ne, ist doch dein Kollege nebendran. Ist das ein Troll? Ich glaube, es ist auch Trollstadtgebiet hier, oder bin ich mir unsicher? Ich weiß gar nicht. Irgendwie sehe ich ja gar keine Leute, ist ein bisschen langweilig. Vielleicht. Irgendwann mal. Naja, gibt ja auch Account-erweiterte Gebiete eigentlich. Naja, was soll es. Hallo. Findet Hanasu einen Teil der Prüfung. Später. Der Witz ist, ich war doch gerade schon dort. Egal, machen wir halt nochmal kurz einen Absacker hier links rüber. Wir sind jetzt hier. Jetzt sind wir auch schon bald mit dem Teil fertig und können dann hier raus. Und dann geht's weiter und dann seht ihr mal ein bisschen mehr. Gut, ich denke mal, die meisten, die jetzt dieses Let's Play angucken, die sind selber WoW-Spieler. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel quatschen und vorstellen, aber ich mache es halt gern. Ist ja auch nichts dabei, denke ich mal, oder? Ja. Ist auch jetzt ein Spiel, wo ich sehr gern am Spielen. Einen Moment. Hab diese Hanna vergessen. Diese Hanasua. Hanasua. Wäre lustig, wenn wir hier Pandas sehen würden. Nicht. Okay, also ich will es gleich sagen. In Okrima kenne ich mich gar nicht aus. Nur so zur Information. Bin zu Allianzler. Okay. Eigentlich würden wir jetzt sagen, die nächsten Quests machen, aber da wir hier eh schon waren. Durch Zufall halt. Weil normalerweise bringt es ja hin, dann hätte man die Quest hier weiter erledigen können und ja. Aber das haben wir jetzt vorhin schon gemacht, deswegen spielt es auch keine Rolle. So. Üble Familiär, jetzt geht sie an den Kragen. Feuer! 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 Oh, und jetzt noch einer auf die Schnauze. Ah ja. So. Was kann man es ausprobieren? Ich habe da, wenn ich das jetzt so umstelle, könnte ich eventuell so spielen. Ach ja, genau. Cool. So.
Weil ich weiß nicht, ich könnte ja mal nachgoogeln, was die G13 ist. Das ist so ein spezielles, wo man neben dran schaltet mit so einem Knopf. Da kann ich eigentlich dann so mit einem kleinen Joystick spielen und habe dann hier meine ganzen Tasten mit meiner linken Maus. Ist sehr praktisch für WoW-Spielen, ist echt super. Und bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. So. So, jetzt noch so eine aufs Maul. Und dann hat es auch schon erledigt. Hey, Otter. Haha, für mich passt das noch besser, aber ich kenne halt einen, der Otter heißt. Was Nachname? Okay. Der nächste geht an den Kragen. Einfach nicht verzagen, sterben und das war's dann. Okay. So, wenn ich dann hier fertig bin, die Quest abgegeben habe, dann war's das dann auch schon wieder für die Aufnahme. Waren halt dann zwei Folgen. Aber wir haben schon einiges geschafft. Wir sind jetzt Level 4 auf jeden Fall. Level 5 ist dann nach der Abgabe der Quest wahrscheinlich auch nicht mehr arg weit. Komm, hau ab, Junge. Komm, aufs Maul. Danke. Also ich warte nicht, bis du kommst. Weiß nicht, das ist glaube ich Effekt, gell? Naja. So, dann war es das auch schon gleich. Wir kriegen auch jedes Mal Kupfer. Wie viel haben wir denn da oben? 5 Silber haben wir hier bis jetzt schon. Okay. So, jetzt noch ein Blitzschlag und dann war es das auch mit dir. Und somit, laut Karte, zurückkehren. Es gibt da auch sowas wie das hier. Ich zeig's euch. Das ist am Anfang immer festgesetzt, ein Ruhestein. Da bringt doch zurück nach Tal der Prüfung. Man kann immer zum Gastwirt hingehen und sich das auch umändern, dann braucht man nicht immer latschen. So, und das kann jetzt in dem Fall alle 30 Minuten wirken. Ist sehr praktisch. Wenn man in der Gilde ist, dann 15, wenn man mit der Gilde schon weit genug gekommen ist. Eben, mich wundert es auch gerade, dass ich noch keine keine Gildenerladung bekommen habe. Die kriegt man immer massenhaft. Bringt uns überhaupt. Ah, Füße haben wir noch gar keine an. Nehmen wir die direkt. 20 Rüstung. So kämpft denn. Rüstung hilft einem ja auch. Mehr. Ah, jetzt habe ich aus Versehen wieder nicht gelesen. Ja. 7 Teufelsbücher töten und eine Medaillon der brennenden Klinge holen. Okay. Was willst du? Bringt dann Hage, Großknecht, Rassil. Okay, machen wir. Wir ziehen auf jeden Fall jetzt erstmal diese Füße an. Jetzt sehen wir mal. Wenigstens mal ein bisschen ausgerüstet. So, jetzt müssen wir wieder da hochlatschen. Aber das machen wir dann bei der nächsten Aufnahme. Da werde ich da mal ein bisschen länger aufnehmen. Ah, ich sehe gerade, ich habe ja nur 30 GB freien Speicher. Tja, so ist es halt dann auch. Scheiße. Naja, gut. Wieder mal Dankeschön. Auf jegliches Feedback bin ich gerne da. Also ihr könnt gerne Kommentare schreiben, was es knallt. Und wenn es euch halt gefällt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ja, auch Daumen runter geben könnt ihr auch, wenn es euch nicht passt. Also wenn euch irgendetwas nicht gefällt, aber ein Daumen hoch gefällt mir halt dann schon besser eigentlich. Aber ihr werdet das schon machen. So, ich mach das dann schon, okay? Das war mal das WoW-Let's Play, so weiß im Prinzip was, die dritte Folge jetzt, also ich freue mich auf jedes Art von Feedback, okay? Also, danke und Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.